So, hallo. Wir machen heute aus der Pumble-Position einen Takedown, ein schräges X, kommen dann in einem Wrestler's Mind auf, im modifizierten, etwas anders von der Armposition und daraus machen wir dann einen Submission-Kettenlock-Flow. Okay. Also von hier, Pumble-Position, die klassische. Einmal Overhook, einmal Underhook. Kopf oben und hier ziehe ich meinen Mann in die Knie, das heißt ich drücke hier den Overhook, den Underhook, zwinge ich ihn ein bisschen in die Knie und mache einen Schritt in einer X-Form rechts an ihm vorbei, auf der Seite, wo ich im Overhook bin. Also von hier, Pumble-Position, in die Knie, hopp und Schritt vorbei. Hopp. So, ich komme auf. In meiner Wrestler's Mind, weiterhin hier im Overhook, allerdings hier im Underhook. Nicht in der klassischen Wrestler's Mind Position, wo ich hier den Kopf habe. So, von hier, Gefahrenpunkt, dieser Arm, der kann mir jederzeit ans Gesicht gehen. Das heißt, körpermäßig bleibe ich vorne, er geht mir ans Gesicht und ich ziehe mit diesem Arm über seine Schulter nach vorne und setze meinen Ellenbogen hier neben seinem Kopf ab. Die Hand greift meinen Oberschenkel, hab, Wechsel, erster Submission. Ich kann ihn auch hier oben absetzen und dann mit der Brust. So, hier habe ich mehrere Submissions. Wie gesagt, diesen hier, schön hier eng. Die Hand bleibt hier in der Innenseite von meinem Oberschenkel, das hat folgenden Grund. Wenn ich diese Hand hier verlieren sollte, den Arm muss ich so oder so fixieren, entweder mit dem Bein oder hier mit meinem Arm. Wenn ich diese Hand verliere, wird er sie wegknicken. Jetzt habe ich keine Chance mehr, den Arm zu greifen und ihn hier über meine Brust nach unten zu hebeln. Ich habe bewusst diese Hand hier auf dem Oberschenkel gelassen, dass wenn er den Arm wegknickt, ich eine Art doppelten Boden habe, wie eine Sicherung. Sobald er das macht und ich hier drinne bin, den Arm lasse ich nicht außen vor. Den kriege ich so oder so nicht mehr. Drehe ich diese Hand. Ich drehe sie und mein Daumen zeigt zur Decke. So, von hier mache ich eine Art Klappbewegung nach oben. Achtung! Und das war's. Die Schulter wird ausgekugelt, die ganzen Bänder reißen. Wichtig ist, dass dieser Ellenbogen hier an meiner Brust bleibt. Also ich muss immer tief hier unten bleiben und nach oben. So, wenn ich das verlieren sollte, aus irgendwelchen Gründen, sprich ich gehe zu weit nach hinten und ich mache jetzt diese Bewegung, kann ich den Arm immer noch über seinen Kopf nehmen, nach hier. Und hier greife ich die Hand zum Boden und den Ellenbogen zu meiner Schulter. Sprich, diesen Ellenbogen zu meiner Schulter ziehen. Und das war's. Wenn ich diese Hand hier nicht erwischen sollte, aus irgendwelchen Gründen, und ich bin nur hier, kann ich immer noch wechseln, greife über den Kopf, setze wieder meinen Ellenbogen hier ab, greife mein Handgelenk und ich habe eine klassische Armbeuge. Soweit, so gut.